man alle Leute zufriedenstellen kann, gibt einem das so ein schönes, warmes Gefühl. Aha. Und weil die Nachfrage so hoch ist, habe ich was ausgetüftelt, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Zuerst wirft SpongeBob die Eicheln auf das Förderband, dann werden sie durch das Rohr weitertransportiert und sofort zur Nussbutter verarbeitet. Sandy, der Lachsmano sagt, man soll die Natur nicht zwingen, uns mehr zu geben als das, was sie von selbst kann. Mach dir mal keine Gedanken um meinen Baum. Mach dir mal lieber Gedanken um all die Nussbutter-Fans hier. Wir wollen Eichelnussbutter! Wir wollen Eichelnussbutter! Wir brauchen noch viel mehr Eicheln, um sie alle satt zu kriegen. Oh, Sandys Baum sieht nicht besonders gut aus. Ich glaube, lange hält er das nicht mehr durch. Naja, wie sagt Sandy immer so schön? Dingsbums Wissenschaft, Dings da Technik. Und wollen wir wirklich der Wissenschaft widersprechen? Oh nein, es kommen keine Eicheln mehr. Warte mal, ich mach das schon. Ho, ho. Oh! Oh weia, wir müssen unbedingt was tun. Sandy verzeiht uns nie, wenn wir ihren Baum kaputt gehen lassen. Und ich verzeih ihr nie, wenn sie keine Eichelnussbutter mehr macht. Bitte, bitte nicht drängeln, ja? Ich mache euch gleich noch mehr. Denkt immer dran, Sandy ist das Eichhörnchen, das euer Vertrauen verdient. Ich glaub's nicht. Zur Wanderdüne ist eigentlich los hier. Der Baum ist krank geworden. Nur keine Angst, ich habe aus den restlichen Eicheln Nussbutter gemacht. Sind alle Eicheln weg? Heulende Hygiene, dann wird's Zeit für eine kraftige Dosis Dünger. Nicht doch, warte. Ich glaube, dein Baum will was anderes. Der Junge hat völlig recht. Wieso tust du deinem Baum weh? Der Baum würde dir nie wehtun. Aua, du doofer Splitter. Lachsmane? Moment. Hast du nicht gesagt, ich soll meine Eicheln den Leuten zum Essen geben? Richtig. Aber nun essen so viele von einem einzigen Baum. Hört dazu diese Geschichte. Es war vor langer Zeit, bevor sich der Fisch das Meer untertan machte. Da lebte im Himmel eine Sonne. Ein Stern. Hallo. Und ein Mond. Ja, was denn? Tagsüber spielte der Stern mit der Sonne. Und nachts spielte der Stern mit dem Mond. Lass mich endlich in Ruhe! Der Stern wollte seine Freunde nicht enttäuschen, aber er allein konnte nicht mit der Sonne und dem Mond mithalten. Oh. Oh. Endlich herrscht hier mal Ruhe. Doch dann hatte der Stern eine Idee. Oh nein, das ist mir viel zu viel Gesellschaft. Er teilte sich in unzählige Kopien seiner selbst und konnte damit sowohl die Sonne als auch den Mond glücklich machen, ohne sich selbst zugrunde zu richten. Versteht ihr denn den Sinn dieser Geschichte? Aufwachen! Du hast nicht gesagt, dass das ein Test ist. Ach, ich war so fixiert darauf, niemanden zu enttäuschen, dass ich zu viel von meinem Baum verlangt habe. Und von meinen Freunden. Möglicherweise kannst du ja mit vielen Bäumen deinen Mitlebewesen auf natürliche und nachhaltige Art und Weise dienen. Ich meine, eigentlich ist alles besser als das hier. Danke, Lachsmane. Aber ich bin ein Einbaum-Eichhörnchen. Und mach deshalb das, was ich gleich hätte tun sollen. Dem alten Haus eine Ladung besten Mutterboden aus Texas bestellen. Nun gut, meine Arbeit hier ist getan. Es wird Zeit, zu meinem Volk zurückzukehren. Darf ich dir einen weisen Rat anbieten? Du musst auf die Erde und die Sterne hören, denn nur sie sind imstande, dich zu leiten zu meiner Haltestelle in der Baumstraße. Es ist verboten, mit dem Fahrer zu sprechen. Typisch, es hört nie auf.